bin Livia, bin 16 Jahre alt und aktuell mit der Organisation Kulturwerke Deutschland im Ausland in Neuseeland in Whakatāne und werde hier für 6 Monate bleiben, um hier mein Auslandsjahr zu machen. Ich habe euch mitgenommen auf meinem Flug, auf meinen ersten paar Tagen hier, was ich so erlebt habe, und das werdet ihr hier in diesem Video sehen. Ich bin jetzt schon seit etwa 5 Stunden im Soft Landing Camp. Der Flug hat alles super gut geklappt. Die 16 Stunden gingen schneller rum, als man gedacht hat. Hier ist jetzt aktuell Winter, deswegen trage ich auch einen Pulli. Aber es hat trotzdem so um die 14 Grad. Es regnet aktuell leider draußen, aber es ist trotzdem richtig, richtig schön. Man ist richtig gut angekommen. Und jetzt gibt es bei uns gleich Abendessen. Seit 10 Tagen in Neuseeland. Ich bin am Montagabend losgeflogen und am Mittwochmorgen in Auckland gelandet. Dort hatte ich dann 3 Tage lang ein Softlanding-Camp mit ganz vielen anderen Austauschschülern, die dann alle in verschiedene Richtungen von Neuseeland dann geflogen sind oder auch gefahren sind, um dort dann ihr Auslandsjahr zu machen. Und das war einfach eine tolle Möglichkeit, um anzukommen im Land, um auch noch andere Austauschschüler kennenzulernen, die genau das Gleiche durchmachen wie man selber gerade. Und einfach, um sich auch an die Zeit zu gewöhnen, um den Jetlag ein bisschen auszuschlafen. Ich war sehr, sehr aufgeregt vor dem Flug und generell auch die ganzen anderen Wochen, kurz bevor es losging. Ich habe tatsächlich schon etwa 3 Wochen, bevor es bei mir losging, eine Packliste rausgesucht mit Sachen, die man unbedingt dabei haben sollte. Da gibt es sehr, sehr viel im Internet, oder auch Kulturwerke Deutschland hat eine auf ihrer Seite. Die hat mir sehr geholfen.
Und dann hat die schon meinen Koffer bereitgelegt im Zimmer und immer Sachen reingetan, wo ich wusste, okay, die brauche ich jetzt nicht mehr, aber die brauche ich unbedingt bei meinem Auslandsjahr. Und so wurde der Koffer dann immer, immer voller, bis dann ungefähr 3, 4 Tage vor meiner Abreise dann wirklich alles drin war. Der Flug ging ziemlich, ziemlich lange und ich würde jedem empfehlen, sich auf jeden Fall Musik oder so runterzuladen. Dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Filme schauen oder Bücher zu lesen. Meine ersten Tage hier waren super, super aufregend. Wir sind am Mittwochmorgen ja gelandet und dann wurden wir untergebracht in einem Internat. Dort war dann das Soft Landing Camp. Wir haben dort unter anderem eine Farm besucht, wir haben aber auch Auckland besichtigt und ein Filmstudio. Dann am Samstagmorgen ging es dann für mich Richtung Whakatane mit einem kleineren Flugzeug. Und dort wurde ich dann herzlich von meiner Gastmom empfangen. Sie hat mich direkt umarmt und ich habe mich direkt super wohl gefühlt. Dann hatte ich erstmal Zeit, hier mein Zimmer ein bisschen einzurichten, ein bisschen persönlicher zu machen. Und wurde dann am Abend mit in ein Restaurant genommen, wo dort an diesem Abend Live-Musik gespielt wurde. Am Montag ging dann für mich auch schon direkt die Schule hier los. Wir hatten Montag und Dienstag so eine Art Willkommenstage, wo wir einfach willkommen geheißen wurden, über das Schulleben aufgeklärt wurden, über anstehende Trips, wie das alles funktioniert und einfach erstmal, um auch anzukommen. Dann begann quasi für uns die Schulwoche am Mittwoch mit richtigem Stundenplan. Das war sehr aufregend und ich habe Fächer wie Outdoor Education oder auch Meeresbiologie. Dann kam das Wochenende und die ersten großen Events standen schon an. Am Freitagabend war unser Schulball. Da haben wir alle einfach getanzt, gefeiert. Es wurde so viel gelacht. Es hat so Spaß gemacht. Wir alle hatten Abendkleider oder Anzüge an und es war richtig cool, dann auch nochmal Kiwis, also Neuseeländer, kennenzulernen. Alles in allem bin ich sehr, sehr glücklich hier. Ich fühle mich super wohl in meiner Gastfamilie und ich freue mich sehr auf die nächsten Monate und auf die ganzen Erlebnisse und Erfahrungen, die ich hier noch machen darf. Falls du auch Lust hast, ein Auslandsjahr zu machen, dann schau doch gerne mal bei Kulturwerke Deutschland vorbei. Oder falls du generell noch mehr Erfahrungsberichte hören willst oder ansehen willst oder dich auch noch so über ein Auslandsjahr informieren willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Kulturwerke Deutschland gibt es auch auf Instagram oder TikTok. Da finde ich, bekommt man auf jeden Fall auch nochmal einen super Einblick in die ganzen Auslandsjahre.